und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich werde heute was zeigen, und zwar wie ihr ganz einfach das Programm Zello runterladen könnt. Ups, das ist die falsche Seite. So, erstmal müsst ihr eingeben bei Google natürlich erstmal. Ich habe mir das hier schon fertig gemacht alles, aber trotzdem. Ihr könnt eingeben bei Google. Müsst ihr eingeben Zello Download Windows 10 und dann direkt eigentlich das erste. Genau, hier, genau das erste. Dann müsste diese Seite gleich laden. Genau, jetzt sieht das Ganze so aus und so geht das dann. Jetzt kann ich sagen, ich möchte das bitte haben, und jetzt habe ich sie oben und es ist sogar schon fertig. Jetzt öffne ich das Ganze einfach mal. Jetzt kam gerade so eine kleine Meldung. Ich mache das natürlich mit euch zusammen. Also wieder hier auf dem Bildschirm. So. Dann gehen wir hier auf Weiter. Dann natürlich gucken, stimmt das? Das stimmt. Ich habe nur 96 GB insgesamt frei. Das ist gut. Ich mache auch kaum was damit. So, genau. Genau, und dann habt ihr sowas hier. Außer, oder ihr habt das halt schon mal gehabt, was bei mir der Fall war. Aber ich werde mir jetzt einfach mal kurz einen neuen Benutzernamen machen. Ich habe mein Passwort vergessen. Okay. Was nehmen wir denn mal? Ich nehme meine Hashtag-Nummer. Warte mal, wir machen mal anders. Eins. Ups. Eins. L 1L 40 mache ich jetzt rein. Dann mal hier, zack, zack, zack. Passwort bestätigen, 1. So. E-Mail-Adresse muss leider angegeben werden, deswegen mache ich das mal eben schnell. Ich ziehe mir das mal eben schnell rüber. Genau, jetzt sieht das so. Mit dem neu erstellten Account beim Zello Network einloggen. So, das haben wir jetzt alles gemacht. Jetzt macht das mir hier fertig. Und jetzt sind wir drinnen. Bei Zello. So. Das ist jetzt ein bisschen groß, deswegen switche ich mal einmal schnell die Seite. War ja klar, dass ich das noch wieder umstellen muss. Sorry Leute, ich muss das eben ganz schön umpacken. Jetzt sehen wir das hier. Und hier unten ist jetzt auch das Programm Zello. Das klatscht mir hier unten ran. Und hier können wir jetzt zum Beispiel unter Aktionen können wir hier Kontakte hinzufügen, gewählte Accounte, Kontakte löschen, Gruppe erstellen, Create ADHoc Channel, Kanal hinzufügen, Kanal erstellen. Ich mache jetzt mal einen Kanal. Ja, ich mache jetzt mal ein Kanal und Passwort lasse ich jetzt mal weg. Ich mache zum Beispiel mal Test. Habe ich doch. Test 221. Genau, hier ist jetzt mein offizielles Ding drin. Kategorie kann man alles Mögliche wählen. Es kann hier wirklich alles geben, also Sprachen Deutsch, Ort, sagen wir, lassen wir jetzt mal raus. Textmessage, genau, ich kann jetzt hier auch noch ein Bild hochladen, wie das geht, geht einfach. Ganz easy. Geht dann auf Desktop, sucht dann eure Bilder, beziehungsweise genau, ihr sucht dann hier eure Bilder. Ich nehme jetzt einfach mal das Ding hier, und das wäre dann jetzt so gesagt das Bild des Servers, so gesehen. So, dann kann ich hier auf OK drücken, und dann habe ich hier offiziell einen
Dingens drin. So, und wie das Ganze jetzt hier funktioniert, ist auch ganz einfach. Ihr könnt nämlich auch eure... Moment, das war hier unten. Genau, ihr könnt nämlich auch Hotkeys einstellen. Wo das gerade genau geht, suche ich gerade. Genau, hier Bedienung. Push-to-Talk habe ich auf der normalen Taste, wie immer. Sprechtaste einrasten, letzte Nachricht wiederholen. Und do not hug me. So, auf jeden Fall, ja. Das kann dann so bleiben. Und dann kann ich jetzt hier reingehen. Das geht ganz einfach, indem ich hier so drauf drücke und dann kann ich reden. Ja. Also eigentlich eine ganz coole Sache. Genau, jetzt bin ich nämlich in dem Server drin. Guten Tag. Und jetzt kann ich hier nämlich auch Sachen senden. Ich kann jetzt hier reinschreiben. Und kann das dann senden. Und dann steht das hier. Also relativ ein cooles Programm. Ich muss nur mal gucken, wie das über PC besser geht. Also auf jeden Fall, so funktioniert das Ganze. Ja, ich würde sagen, das war ein kleines Tutorial zum Programm Zello. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Tutorial. Und wir sehen uns und ja, wir hören uns im nächsten Tutorial. Bis dann. Tschüssi.